Wenn du hart trainierst, kannst du essen, was du willst. Cola, Bier, alles, du wirst nicht fett werden. Herzlich willkommen an Herr Stiedbacher, Personal aus Karlsruhe. Freunde, ich bin verkabelt. Yes, ich habe ein Anschrittmikrofon. Freunde, das war auf vielfachen Wunsch von euch. Endlich hat er es geschafft, er hat ein Ansteckmikrofon. Aber das Kabel ist nur 3 Meter lang. Das heißt, ich kann hier keine großen Sperenzchen machen, sonst reiße ich das Kabel aus. Aber es hört sich besser an. Ich habe vorher schon mal Test gehört, hört sich viel besser an. Deswegen danke für den Tipp. Es wurde Zeit, ich weiß es. Ich weiß es, aber manchmal ist mein Team ein bisschen langsam. Gut, Freunde, warum sind wir heute hier? Was habe ich vor? Ich habe eine wichtige Info für euch. Und zwar, pass auf, ich bin natürlich genauso wie ihr. Zwischendurch, wenn deine Zeit zulässt, fleißiger Zuhörer bei YouTube, fleißiger Zuhörer, Zuschauer bei Instagram. Und da gibt es immer Aussagen. Gnadenlos, krasse Aussagen, wie zum Beispiel, wenn du hart trainierst, kannst du essen, was du willst. Zucker, McDonald's, Fast Food, Cola, Bier, alles, du wirst nicht fett werden. Yes, die Aussage gibt es auf jeden Fall. Gut, so, dann habe ich Kunden, die kommen zu mir und sagen, lieber Mr. T, der Typ da mit solchen Armen und so geil aussieht, hat zu mir gesagt, dass ich essen kann, was ich will. Ich werde definitiv nicht fett werden. So, und jetzt, was macht Mr. T? Mr. T macht Folgendes. Freunde, aufpassen, bitte aufmerksam zuhören. Diese Infos, die ihr da im Netz bekommt, die teilweise sehr, sehr krasse Aussagen sind, wie auch zum Beispiel Hauptsache Kaloriendefizit, du wirst sowieso abnehmen, das sind alles in der Regel pauschalisierte Aussagen. Und diese pauschalisierte Aussagen, die müssen nicht zu dir passen. Das kann sein, dass auf einen Anteil aller User passt, aber auf einen großen Anteil passt gar nicht. Komm mal zu der Aussage, wenn du hart trainierst, kannst du ganz viel essen, du brauchst wahnsinnig viel Energie, völlig egal welche Art von Kohlenhydrate, schaufeln sie dir rein, du wirst wieder loswerden, indem du nur hart trainierst. So, jetzt, was ist das erste Problem? Derjenige, der die Aussage trifft, kennst du den? Den kennst du nicht. Somit weißt du nicht, wie ist er von seiner Stoffwechselveranlagung veranlagt, welcher Gentyp ist er, ist dir nicht bekannt. So. Also, es ist tatsächlich der Fall, dass es Menschen gibt, die können essen und trinken, was sie wollen. Das ist völlig wurscht. Die können essen, was sie wollen, die können Schokolade essen, die können Bier trinken, Wein. Das ist völlig wurscht. Die nehmen kein Fett zu. Die haben diese Veranlagung. Nummer eins, die Veranlagung, grundsätzlich Veranlagung. Die haben es aber meistens schwer, ordentlich Muskelmasse zuzunehmen. So, da kommt das Nächste. Die Jungs trainieren in der Woche 5 bis 6 Mal mindestens Stunde, 1,5 Stunden. So, jetzt kommst du. Du bist fast 40 Jahre alt oder schon 30 Jahre alt, du hast Familie, du hast 2 Kinder, du hast einen 40-, 45-, 50-Stunden-Job und du hast maximal Zeit durch alle anderen Verpflichtungen, die nachkommen mussten, in der Woche 3 Mal 60 bis 75 Minuten Sport zu machen. Du hast auch nicht diese genetische Veranlagung, extrem viel essen zu können. Du hast auch nicht die genetische Veranlagung, eben dieses hohe Stoffwechselniveau zu haben. So. Und dann, was gilt für dich? Für dich gilt nämlich genau diese Aussage nicht. Deswegen ist wichtig, Freunde, wenn ihr was lest im Netz, dann sollt ihr auch mal hinterfragen, wer hat das geschrieben, wer hat den Videoclip gedreht. Denn in den meisten Fällen sprechen die Leute exakt von sich selber. Die sagen eine Aussage, was auf sie zutrifft. So, und es kann sein, dass es auf 5%, 10% aller User zutrifft, aber dass es nicht auf dich zutrifft. Also was machst du mit der Aussage? Was kannst du mit der Aussage anfangen? Nichts. Genau deswegen, Freunde, ganz wichtig, wenn ihr Informationen über das www bekommt, dann fragt mal nach, wenn die Möglichkeit besteht, welche Aussage, woher kommt die Aussage, wer bist du, was machst du, wie oft trainierst du, welche Veranlagen hast du? So, und dann bekommt ihr, wenn alles gut läuft, auch eine sinnvolle Information, wenn es nicht reines Marketing ist, dann bekommt ihr eine sinnvolle Information, dann werdet ihr euch feststellen, wow, der passt überhaupt nicht zu mir, der ist ja ganz anders wie ich. So, und dann wisst ihr, warum auch viele Dinge, die ihr hört, dann bei euch nicht funktionieren. Manchmal ist es echt einfach, manchmal ist es wirklich einfach. Und deswegen, Freunde, das war's schon wieder, Andreas Diembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema
deine Infos, die du auf dem Netz bekommst, meine Ausgabe. Aufgabe.